Hallo, der Marc von der Juvenis, hier bin ich, die Magdalena. Hallo! Die Magdalena hat ein bisschen Angst. Ja. Je älter man wird, je mehr Angst hat man. Ja, aber so alt bist du auch noch nicht in Wahrheit, ne? Naja, geht schon. Ja. Mitte 30, nee. Da wird man ängstlich. Hätte man nicht gedacht, dass also ich wirklich in die Junge schätze. Dreh dich mal so rüber, so ab. Also, die Beine gehen. Ah, ja. Genau. Gut, wir machen das Septum-Piercing. Ich habe damals schon Schmuck besprochen, haben wir auch schon alles abgewogen, aber ich wollte die Teilung anfangen, wir haben uns für die Teilung entschieden. Für einen Ring 1,28 Kugel, den ganz normalen Basic Septum Ring Friendship. Ja, das ist eigentlich so ein gängiges Modell und sieht eigentlich auch sehr gut aus. Sehr gut aus. So, damit fangen wir an. Dann würde ich jetzt mal loslegen. Ich habe schon alles aufgedeckt. Das heißt, wir nehmen die Septum Zange. Das kennst du auch aus meinen Videos auch. Die setze ich mir an, kriege das dann durch, mache den Schmuck rein und das aus. Ja? Das Ganze geht natürlich ratzfatz und sollte schnell wieder vorbei sein. Du wirst mir genauso sitzen, dann. Okay. So machen wir das. So. Was machst du sonst so? Ich bin Journalistin. Ah. Ja. Und was? Mode- und Beauty-Journalistin. Ah. Für wen? Woman. Ah, schön. Ja. Auch ja, vor kurzem war eine Kollegin da. Die hat sich einen Nasenring machen lassen, weil ich sie angefixt habe. Wirklich? Ja, natürlich. Nee, ich wollte gerade sagen, das hatte ich schon ein paar Mal. Ich möchte ja hier sogar meine Woman drin bauen. Mit irgendwas. Doch vor Jahren mit dem Kocher irgendwas da haben wir drin. Ah, okay. Ja, dann sagt er, muss der Maria Tesch eigentlich auch was sagen, oder? Ja, klar. Wenn ihr da mal einen Beitrag macht, wird er an uns denken, ja? Auf jeden Fall. Nachdem wir da Generalimporteur sind. Mhm. Da kann man mal tiefer sehen, ne? Gut. Du kannst, wenn du möchtest, die Augen zumachen. Mhm. Hat den Vorteil, dass sie etwas weniger drehen. So, das war's schon. Ist schlimm? Gar nicht. Das war's. So. Hat's wehgetan? Nein, gar nicht. Wenn die Augen trennen, liegt es an dem Trigeminusnerv. Das ist eben typisch, dass der Hirnnerv, der fünfte, etwas die Tränen kurz bei manchen Kunden zum Ausbrechen bringt, aber. Und? Alles überstanden? Ja. Dann schauen wir, ob wir die Pflege und die anderen auch gut hinkriegen. Und dann passt das wunderbar. Also mega süß aus. Danke. Einmal kurz in die Kamera bitte reinschauen. Das wollte ich mal zeigen. Dann den Spiegel. Cool. Sehr cool. Schön, oder? Ja. Sehr schön, mein Lieber. So macht ihr den Herr Dame. Haben wir das schon geschafft? Jawohl. Jetzt noch, glücklich. Es war herrlich. Zufrieden. Herrlich, das habe ich ja selten. Wie ein Urlaub. Ja, das ist ja mal wunderschön. Das höre ich ja selten, wenn ich mir sage, herrlich, wie ein Urlaub bei mir. Na, das nehmen wir jetzt Kompliment. Erster Schritt bitte von der Pflege. Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmst du bitte den Pontelinspray. Sprühe dir dann bitte links und rechts in die Nasenlöcher rein. Lass es einwirken für 30, 40 Sekunden. Die Zeit brauchen wir, damit es antibakteriell wirkt. Dann nehmen wir eine Küchenrolle, die machen wir feucht damit. Wenn die angesprüht ist, feucht, wischst du bitte außen und innen oder links und rechts. Die Kruste ein bisschen runter. Und zum Schluss nehmen wir das Bordel in Gel, davon reicht ein Tropfen.
auf den Finger links und rechts aufdrücken und den Ring in der Tellerin über Auto fahren. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, 3 Wochen einmal am Tag, 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier. Dann können wir gern auf Gold wechseln. Go for Gold. Das ist dann. Und dann gebe ich dir mit zur Sicherheit den Pflege zurück. Dass da wieder alles drin ist, dass du mitnimmst, wo alles draufsteht, wie wir es genau irgendwie so beieinander. So, bitte nicht zu lang, ich danke dir. Cool. Dann freut mich, dass du so happy bist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, mein Lieber. Hat sich die Angst gar nicht gelohnt? Nein, nein. Siehst du. Das war die Magdalena. Danke dir fürs Kommen, danke euch fürs Zuschauen. Ciao. Tschüssi.